Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Angeschaut-Video. Heute The RPG, eine Parodie, eine liebevolle Parodie des RPG-Genres und einige der bekanntesten Spiele dieses Genres. Wir tauchen praktisch in, man kann schon fast sagen, Roleplay-Game-Themenpark ein. Nimmt einfach die klassischen RPGs, die euch so kennen, wie Skyrim, und packt es in ein Supraland-esque Grafik, Style und Gameplay, und dahin schiebt ihr noch Disneyland mit rein. Dann habt ihr praktisch die RPG. Sehr, sehr witzig, sehr, sehr funny. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen des Videos. Die Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Hallo und ein herzliches Willkommen zu The RPG. Wir gucken uns die Demo von The RPG an. Wir gehen direkt rein. Wir starten ein neues Game. Ich habe es noch nicht getestet. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Aber die Szene kommt mir sehr bekannt vor. Also ich meine nicht, dass einer zieht, sonst was. Also, naja. Die Arme. Ja, die Szene kommt einem äußerst bekannt vor. Jetzt glitscht die Dragon. Ja, man sieht das ein bisschen glitscht. Das ist wohl so. Ja, okay, das ist ein klein bisschen anders als in manch anderem Elder Scrolls Teil, in dem wir ankommen an unserem Ziel. Oh, wir können tatsächlich ein bisschen was ändern. Ich weiß nicht, was ich gerade von dem Sound halten soll. Das finde ich gut. Head Size, okay. Und Skin Color. Ich mag eigentlich das Weiße, ne? Das passt zu mir. Gleich wie die Nacht. Hallo. Hi. Macht ja nichts, dass da steht Stil, ne? How to begin this? Hello Adventurer, I'm the developer of this game. Ja, moin. Schön, dich kennenzulernen. Zudem, zwar lief das Green Button somewhere. Nicht bad. Sleepless nights into this game and I hope that you'll enjoy it. Have a great time. So, Adventures await you. Okay. Mehr kriegen wir nicht. Sack of Loot. Haben wir ein Inventory? Ich weiß es noch nicht. Toilet Paper, immer wichtig. Wir nehmen alles an Loot mit. By the way, out of this. Oh, you didn't die. Ne, offensichtlich nicht. Jeez, what's up with your head? You must have been hitting hard or something. Go down the stairs and fill out your release papers. Okay. Do not slip on the steps, otherwise I'll have to treat you again. Okay. Ach so. Okay, ja, ja, ist okay. We're going to see, don't get caught. Ja, ist klar. Ach so, wenn wir... Ah, ja, okay, jetzt verstehe ich's. Press and or hold left button. Try to block those pesky crates and barrels, make some noise. Oh. Okay. Krass. Okay, wir müssen also gucken.
Da oben haben wir den Deal. You just level up, close this window and try to open the skill menu. B. Novice advice, upgrade stamina and health first. Okay. Ah, guck an. Ja. Wir haben noch 2 Punkte, das heißt, wir gehen hier rein, das ist schon mal gut. Und als nächstes wollen wir Health and Stamina by some amount. Das klingt immer gut. Do not break. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall raus. Steel Broom kriegen wir auf jeden Fall hin. Jetzt ist die Frage. 5, 6, 7, 8. Okay. Okay, hier sieht mich auf jeden Fall jemand. Verdammt. 7. 8. Können wir crouchen, ist die Frage. Ich muss mal kurz gucken. Das Healing Bread, Skills. Nicht wirklich, ne? Wir haben es halt aufgemacht. Er hat ein... Pfeil. Er hat ein Pfeil. Okay, ja, das ist aber okay für mich. Denn offensichtlich seid ihr alle hier nicht pisst, wenn ich irgendwas klaue. Also nehme ich es mit. Damit kann ich leben. Bäm. Das, wir können raus. auf jeden Fall sehr witzig bis jetzt. Okay, ich denke mal, ab hier müssen wir tatsächlich aufpassen jetzt, dass wir nicht unbedingt alles klauen. The adventure begins here, since the system you played on will be limited to 45 minutes. But if you manage to be the first boss in the dungeon, you will receive bonus item. Bonus time. Okay. Hey there, novice. Go visit the dungeon after the arrows you brought and here, done. I know it sucks, but that's the order of the cool king himself to guide novice to the dungeon after the registration. Direct is stop at the marketplace, they can sell loot and buy equipment. Go to the training yard, it's on the right side of the dungeon. Okay. Boss of a coward, saving in the dungeons prohibited. King is cool. King is seriously cool. Okay. Das Experience, was wir mitnehmen können. Ich möchte jetzt nur einmal kurz gucken. Weiß nicht, ob mir das gefällt, wenn da ein Riesenspinnenweb an der Tür hängt, weil ich Spinnen verabscheue, aber... Was genau? Das ist schon okay. Wir dürfen hier alles mitnehmen. Cool. Ja, gut, danke, Guys. Tschüss. Baba. Und so. Oh, man. In was sind wir da gelandet? Aber es hat schon fancy Musik auch, ne? Muss man sagen. Ach, guck mal, hier badet auf jeden Fall jemand. Okay, das.
Das ist dicht. Die Frage ist halt, jetzt können wir alles erkennen. Wir haben auch hier einen Fischer. Tatsächlich. Find a water spring on the island. Wenn wir mal gucken. Und kannst du einfach so. Wir haben sehr viel. Das sind die Mains, das sind die Nebenquests. Okay, das sind unsere Skills. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn in unser Inventar? Food Package. Es macht also auch wirklich Sinn reinzugucken. Lingban. Wir haben auf jeden Fall viel Loot. Must pay to enter. Die Taverne, okay. Wir haben auf jeden Fall ein Level abgemacht. Wir können hier noch Experience mit einsammeln. Ja, du bist Merch. Ach, das ist der Market. Wie geil ist das denn? Okay, aber erstmal haben wir hier 2 Punkte. Ne, wir haben sogar 3 Punkte. Attack Zero Damage ist eigentlich ganz geil. Das ist das, was wir wollen. Seminar Resource, Restores Fast, das ist auch immer gut. Und wir gehen hin. Critical Hit Chance. Buy Better Stick. Too expensive. 13 Gold. Ach, wir haben 5 Gold. Will open soon. Ich möchte verkaufen. Wo darf ich denn verkaufen? Darf ich bei dir verkaufen? Pawnshop. 20 ist gleich 1 Gold. Sehr gut. Ja, fuck. Ich hab nicht gesehen, dass das rot ist. Sorry, guys. Boah. Junge. Ja, wir nehmen es hin. Ich habe nicht gesehen, dass es rot ist. Ich habe gedacht, ich dürfte es nehmen. Es war für eine Sekunde, glaube ich, weiß. Das war mein Fail. Hi. Jo, ich bin's wieder. Schön, dass ihr da seid. Moini. Hi. Tschüss. Das war mein Fail. Ich geb's ja zu. Aber es war lustig. So, wir können uns einen Better Stick kaufen. Oh, das upgradet dann immer. Wir kaufen auf jeden Fall die Leather Stripes. Wir können uns noch den Dagger kaufen. Jetzt haben wir eine coole Waffe. Komm bei, Sally, gut. Ich finde es schön, dass ihr jetzt auch alle wieder bei mit mir seid. Ammo Pack. Also eigentlich einfach nur immer gucken. Alles, was in den Crates drin ist, dürfen wir nehmen. Das wird halt geklaut. Solange es halt weiß ist, es juckt es halt keinen. Ne? Das ist jetzt auch nicht schlimm oder so, dass es keinen juckt. Achso, das ist bei. Da darf ich nicht von hinten stehen. Naja. Zack, haben wir schon immer ein bisschen mehr Gold. 18. Wie viel kostet das? 33?
Und hier den Boro 67. Okay. Naja, man kann natürlich... Können wir nehmen? Wir können natürlich sehr viel looten hier, ne? Big Bucket. Big Pitchfork. Zack. Auch hier. Die geben nicht viel Loot, so 5. Obwohl eigentlich schon relativ viel, ne? Dafür, dass sie... an sich, ja, für hier rumliegen. Okay, was geht hier ab, ist die Frage. Wir können auf jeden Fall alles klauen, ne? Weil es... keiner da. Oh, den großen Kaktus nehmen wir auch mit. Wir wissen natürlich nicht, was der Code ist. Ups. Finde ich aber, ehrlich gesagt, muss ich sagen, finde ich das geil gemacht. Also wir wissen jetzt halt nicht, was der Code ist. Das heißt, wir müssen den Code halt auch erst finden. Nehmen wir einen anderen Slipper noch. Da ist eine große tote Ratte. Okay. Big path right into the dungeon, so that's not pay for tickets. Ja. When I has been going calling to the plan until the gate closed. Automatic. I'm stuck here. Das ist schlecht für dich. Handle is missing. Hast du denn die Handle dabei? Der Blacksmith. Okay. Okay, er gibt uns das Gold. Dann gehen wir mal. Ehrlich gesagt, sehr witzig gemacht, ne? Das gefällt mir. Wir waren noch nicht mal im Dungeon, also wir sind nur in der Stadt. Aber bis jetzt schon ein sehr witziges Spiel. Es nimmt sich halt auch nicht sehr ernst. Das ist halt voll cool. Und ich mag solche, solche Sachen, die sich eher so ein bisschen, ja, auch Spaß erlauben. Die Frage ist, wo ist der Blacksmith? Das ist nicht der Blacksmith. Irgendwo muss er ja sein. Aber die Frage ist, wo ist er? Looten natürlich auch alles. Weil wir brauchen das. Oh, die Crate ist ein bisschen härter. Ja, das ist der Training Ground. Damit haben wir die Quest complete. Okay, wir sind hier schon wieder nur am Stehlen. Ich muss aufhören, aber ich bin halt auch gewohnt, einfach alles mitzunehmen. So, wir haben den umgebracht. Hehehe. Okay, da kommen wir nicht deutlich weiter. Ah, mit T können wir den Torch auch ausmachen. Rope können wir einfach nehmen. Wir können hier tatsächlich einfach Loot praktisch klauen in dem Sinne. Also nicht klauen, weil wir kriegen es ja einfach so. Also wir haben halt den Pawnshop. Ich brauche den Schmieden. Da. There we go. Dann wollen wir doch mal rein in die Forge. Und gucken, was da passiert.
Also wie es aussieht, nicht viel. There are keys and bombs on the table, Ryan, take a look. Okay, ah ja, da sehe ich auch für 5 Gold, glaube ich, den Ever, den wir kaufen müssen. Cool. Too expensive, 7 für eine Bombe. Wir kaufen das Ding. Ja, hier sieht man es. Ab hier dürfen wir noch klauen. Ab hier sieht er nicht. Das ist aber okay. Das ist okay. Das ist halt einfach okay gemacht. Ne? Man muss halt immer gucken, ob sie... Das ist immer so die Frage, aber eigentlich ganz cool. So, wo war das jetzt? War das hier drin? In welchem Haus war das? War das hier? Ich glaube, es war hier. Aber vielleicht war es auch nicht hier. Mir geht's gut, ne, Kollege? Ich klaue erstmal kurz dein Stuff. Don't worry. We'll be back right in a second. Ups. Okay, Mr. Glitch. Stay away from him, he creates problems for everyone, everyone cooking himself doesn't know how to get to this piece. The glitchy dragon collects golden keys across the island, I have no clue why. Und wir haben einen Reward bekommen. Perfekt, ja, ihnen haben wir geholfen. War nicht die Quest, die wir machen wollten, aber das ist ja egal. Das ist ja egal. Wir haben zumindest EP bekommen, das heißt, wir können hier ein bisschen mehr machen. Mehr Damage ist erstmal wichtig für mich tatsächlich. Einfach damit wir auch mehr Damage machen. As easy as that. Wir haben 73 Gold, das war der Blacksmith. Wo war jetzt denn aber die Quest von dem anderen Hai? Welches Haus war das denn, wenn das nicht das war? In welches Haus sind wir gerade noch gegangen? Das war zu, das war der Party-Dude. War das das Haus? Nein, oder? Okay, wir kommen ein bisschen zu spät. Ja, gut. Nice. Er hat die Arbeit da unten gemacht. Wir reimsen den Lohn ein. Das gefällt mir. Hier war es nicht. Er kann mich mal, to be honest. Er will 5 Gold von mir, dass ich da rein darf in die Taverne. Okay, hier geht's auf jeden Fall ab. Da sieht mich allerdings jemand, dass ich was klauen möchte. Das halte ich ein bisschen für ein Gerücht, weil wer sieht mich da? Hier oben haben wir jemanden. VIP Area. Richmond. Er dürfte eigentlich gar nicht sehen, dass ich ihn bestehle. Er hat den Helm auf, ja, das ist... Ah, ihr seid auch hier. Auf jeden Fall ein kleines Rattenproblem.
Aua. Running away. Oh, blöde Drecksratte. Habe ich gar nicht mehr gesehen. Gold Cup, let's go. Wir ignorieren jetzt mal einfach, dass wir hier alles noch kaputt machen können und so. Wir könnten hier jetzt wahrscheinlich auch mit denen reden, aber ich möchte eigentlich auch mit in den Dungeon. Ich möchte gerne den Dungeon noch ein bisschen erkunden. Bevor es zu spät wird. Eigentlich möchte ich nur den Lever noch abliefern irgendwie. Yo! Ich hab einen Dagger, Bro! Geh weg! Kriegst voll aufs Maul. Hä, hey, was? Was willst du, hä? Piss dich. So. Kurz gezeigt, wer der Boss hier ist in der Stadt, ja? Und das bin ganz offensichtlich ich. Oh, eine Axt, ne? Ich bin ja ultimativer Axt-Fan. Ist es jetzt wirklich so, dass wir halt einen Bogen haben, aber dieser Bogen. Hier war das, oder? Hier war das irgendwo. Sind wir hier rein, in das Haus? Dass der Bogen jetzt einfach nur als Nahkampfwaffe zählt. Wir können damit gar nicht schießen. Ah ja, hier war das. Dann wollen wir mal hier, Kollege. Hast auf jeden Fall ordentlich Loot. Absolut 1, 2, 3, 4. Oh, oder? Eins, zwei, drei, vier. Just got a bomb, throw it, press Q. Einfach hier reingeschmissen. Wir haben ja auch das Ding einfach in der Hand. Okay, Bonfire lit? Geil. Ich muss auch sagen, ich mag das System hier mit dem. Looten. Oh, er hilft mir. Du rennst nicht weg, Kollege. Rennst du hier jetzt nicht weg. Ja gut, ein bisschen fies vielleicht von mir, ne? Jetzt verprügelt zu haben. Secret Area found. Auch, dass wir hier eine Secret Areas und so haben. Geiler Scheiß. So, ich weiß jetzt nicht, wie wir die werfen. Also wir werfen die richtig. Das hat tatsächlich Stuff, okay. Oh, er kommt auf mich zu. Ja. Teleporter. Können wir irgendwas mit dem Talk to the Adventurer? Ja. Okay, dann wollen wir mal kurz zurück. Hier. Wir haben wieder ein Level Up, das ist natürlich geil. Wir machen mehr auf Leben. Erstmal. Ich
Geil, dass wir halt natürlich den Dings gefunden haben. Den, die zweite Bombe, das hat uns natürlich sehr weit gebracht. Oh mein Gott. Da sind wir erstmal runtergefallen. Was haben die für ein Level? 7. Alles klar, ich bin raus. Ich bin nicht raus. Wir hätten einfach der Main Quest folgen sollen, glaube ich. Ja, damn it. Wir haben uns umgeklappt. Aber wir sind hier wieder. Aua. Aua, ich brenne. Aua, ich brenne. Okay, Beginner Floor. Queens Floor. Island. Dann wollen wir erstmal hoch, ne? Das ist wichtig. Erstmal hoch, es leckt ein bisschen. Kurze Ladezeit. Moin! Eintritt kostet 3, das heißt, wir sind jetzt im Dungeon, ne? Ja, wir sind halt im Dungeon. Okay. Jetzt ist kurz die Frage. Was brauchen wir es nicht? Wir gehen das jetzt einmal kurz verkaufen. Ach nee, hier sind wir rausgekommen. Nee, ist schon gut, okay. Dann ist es doch nicht die Frage. Das Castle ist da, da kommen wir wahrscheinlich nicht hin. Die Frage ist, wie benutzen wir denn Mushroom-Ammo? Wir haben 84 Gold. Können wir uns noch irgendwas leisten hier? 101 ist zu expensive. Wir können uns auf jeden Fall eine bessere Armor noch leisten. Das ist nicht schlecht. Ja gut, dann auf in den Dungeon, würde ich sagen. Und wir kaufen uns ein Dungeon-Ticket. Dann auf in den Beginner-Floor, würde ich sagen. Gucken wir uns den Beginner-Floor noch an. Es wird ein bisschen länger, das Video. Das tut mir jetzt leid für die, die es halt nicht mögen. Ja, tschüssi. Wo kommst du denn her? Ja, wir können auch Torches kaufen. Das ist eigentlich eine geile Sache. Ach, ich sehe auch, meine Torch tut tatsächlich kaputt gehen. Das ist ja natürlich supi. Bonfire Stars, Remnant Block Attacks. Yep. I know, guys, I know. Folgst du mir jetzt, Kollege? Ernsthaft? Du bist so ein...
Oh, er ist praktisch Companion. Ja gut, wir sind eigentlich eh schon ein bisschen krasser, ne? Weil wir haben ein bisschen gelevelt, wir haben ein paar kleine Nebensachen gemacht. Ich sag's mal so, ich beschwere mich nicht, dass er für mich fightet. Ich beschwere mich nicht, dass er für mich oder mit mir zumindest fightet. Das ist ja für mich eigentlich ganz nett. Kannst du mal hochkommen? Eigentlich wollte ich hier noch gar nicht hin, Kollege. Mir eine Sekunde. So, bestimmt eine Secret Area hier, nämlich. Junge! Wir können hier Heal-Items kaufen. Eigentlich ganz cool. Bam, kaufen noch eins. Erstmal alles absnaggen, was geht. Ah, okay, wir werden also so oder so dahin. Da geht's runter. Ich möchte hier einmal kurz gucken. Da geht's hoch. Die sind ja putzig. Guckt sie euch an. Bats. Die sind schnell. Aber nicht stark. Auf jeden Fall, wir können mehr Torches hier kaufen. Chest mit einem Diamanten. Krass. Mehr Loot, hier geht's auch runter. Ich denke mal ungefähr. Oh, du bist noch gar nicht tot. Das war mein Fail. All diese Secret Areas ist halt witzig, ne? Das bringt Retro-Style back, so. Das gefällt mir tatsächlich ziemlich gut. Kaufen wir noch ein paar Torches. Man weiß ja nicht. Ich will eigentlich kurz gucken, ob wir irgendwie... Ich wollte gerade sagen, hat er ein Level abgemacht und ist Stufe 6 geworden, aber nein, ist er nicht. Ob wir irgendwie zum Endboss kommen, ich würde gerne gucken... Gerne sehen, ob wir den Endboss irgendwie wenigstens sehen können. Eigentlich hätte ich jetzt gerne noch eine Bombe dabei. Ich glaube, eine Bombe wäre cool gewesen. Der Goblin kriegt aufs Maul. Wir haben einen Archer. Mein Kollege macht den gerade. So, Boss. Wir müssen hier rüber jumpen wahrscheinlich. Das heißt, er kann nicht mit. Ja, selbes Vieh wie eben. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was er kann. Oh, what? Er kann mich auf jeden Fall vergiften. Aber diesmal bleiben wir ein bisschen weg. Okay, das ist eine Attacke nach vorne. Kein Problem für uns. Hier ist ein Bonus 15 Minutes. Nice. Wir brauchen es nicht wirklich im Endeffekt, ne? Aber... auf jeden Fall nice to have. Scream learning. Freezing. Just learned the frost scream. Try to freeze some enemy ahead. Close this window. Press F. Moin. Okay.
Ich würde sagen, es tut mir leid, kleiner Fan von mir, dass ich dich eingefroren habe, aber es wäre gelogen. Witzig. Auf jeden Fall witzig. Also das Game ist cool, also es catcht mich komplett. Da haben wir ein Portal. Dragon's Feather allows double jump. Use a second jump at mid-air to jump over the pit. Shift, space. Und space, okay. Bam! Cool. Cool. Wollen wir zum Castle noch gehen? Sind wir in diesem... Ja, tatsächlich, wir sind da, wo der Typ badet. Du hast doch hier Seife. Ich komm nicht hin. Wo kommen wir hin? Oh, ein bisschen rumlaufen, aber das ist okay. Ja, okay, wir gehen und holen dir deine Seife, Kollege. Ist okay, wir machen's. Wir wollen eh zum Cool King. Da gehen wir jetzt noch hin, das machen wir jetzt auch noch. Oh, oder auch nicht. Mushroom Thrower, okay. Geil, Junge. Okay, geil. Ja, Heavy Hand, wir brauchen mehr Attacks. Vorne einfach mehr Attack Damage. Guards, wer ist das? Hat der Witcher? Oh, ich kann ihn nicht angucken. Das ist Ding, so some places are up and outside the village. Thank you for understanding from playing here. Don't get lost. Okay. Achso, aber wir können hier raus. Oh, wir haben hier mal die Karte zum Gucken. Da kamen wir her. Da waren wir im Dungeon. Können natürlich noch unten. Bestiary. Portal Stones. Ganz viele Fragezeichen. Also sehr große Demo, ne? Wir haben auch viel. Wir haben viel Gold. Wir können eigentlich extrem viel kaufen und so. Noch deutlich mehr weggeben. Ich wollte ihn einfach nur abschießen. Das war mir gerade wichtig, das mal auszuprobieren. Was ist du denn für ein Vieh? Oh, wir müssen reloaden. Toxic Plant. Wir sind natürlich vergiftet. Oh, wir sind heftig vergiftet. Okay. Er winkt, er hat wahrscheinlich eine Quest für mich. Leute, die mir zuwinken, haben immer Quests für mich. Administration ist das Problem von Broken Bones. Woo! Au! Au! Das Covered Mushroom Farm. Geil! Geil, und der schießt mich zurück. Bonfire lit. Und der ballert mich jetzt zurück, ne? Das ist ja geil. Okay, cool. Witzig. Witzig, einfach zurückballert worden. Und wir haben überall diese Katapulte. Geiles System eigentlich. Um das zu machen. Darf ich hier rein, Leute? Ja. Look for the cool king. Dann müssen wir mal gucken. Ist die Portal Rune? Klatschen wir weg. Das ist jetzt meine Portal Rune. Das ist ein Horseman. Ah, okay, er ist in der Mushroom Farm. Da, wo wir also gerade waren, da hätten wir hätten wir bleiben können. Aber auf jeden Fall geil gemacht, ne? Wir haben wahrscheinlich so einen Typ. Achso, die machen, die schwören sich ein.
Geil. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier tatsächlich Schluss, leider. Sonst komme ich nicht aus dem Game raus. Richtig witziges Game. Mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Vielen lieben Dank dafür. Schaut auch gerne bei den anderen Social Media Kanälen rein. Die Links dafür sind unten in der Beschreibung. Ja. Würde mich natürlich freuen, euch auf Twitch zu sehen. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.